Wir haben ein paar Bolzen. Und wir haben jetzt die leichte Armbrust. Auch wenn wir, wenn sie nicht von der Schadensanforderung her passt, können wir damit trotzdem ein bisschen tackern. Und sogar, wenn wir sie zweihändig nehmen, weil da die Stärke nicht so zählt, können wir die beiden da töten. So, dann können wir sie wieder wegnehmen, weil die Armbrust, die wiegt ziemlich viel. So, hier ist etwas ziemlich Nettes. Man sieht hier nämlich, dieser Kronleuchter wirft hier einen Schatten auf jemanden, der hier sitzt. Das hier sind nämlich unsichtbare Gegner, die Gegenstände droppen. Und das ist auch der einzige, den ich bis jetzt jemals beim Spielen gefunden habe. Ja, versucht angreifen, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, die zu suchen. So, Seele ist namenslosen Soldaten und eine Fackel und noch ein Gegner, der jetzt tot ist. So, öffnen wir die Kiste. Kettenbrecher und ein Infanteriehelm. Infanteriehelm ist gut, weil wir tragen noch keinen Helm. Der ist jedenfalls besser als ein Hülleninfanteriehelm. So, auch wenn es ein bisschen ulkig aussieht damit. So, und dann könnten wir theoretisch hier runterhüpfen. Was heißt theoretisch? Wir müssen hier runterhüpfen. So. Und können jetzt hier drüben weitergehen. Wenn wir durch den Karren durchkommen. So. Schwere Nöte voraus. Gut gemacht. Also das ist jetzt auf die andere Richtung bezogen, weil wir jetzt genau verkehrt rum in dieses Gebiet reingehen. Au, 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 au. Das war nicht so geplant. Da war der Stunlock zu stark. Oh. Unfair. So, der ist weg. Höheninfanterie-Rüstung. Also ja, so rum habe ich die Möglichkeit wegzurennen. Andersrum hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt. Da wäre ich verloren gewesen. Ah, ich muss eh so rum wieder zurück, nachher gleich. So, hier ist eine Secret-Wand. Anders als in Dark Souls 1 kann man die mit der Aktionstaste öffnen. Und hier hinter wäre das Zauberer-Equipment, wenn man mal auf Zauberer umsatteln will. Ja, Illusionswand. Und ja, hier sind wir jetzt in dem kleinen Hof hinter dem Tor. Da sehen wir die Fackelschutzscheine, die wir angezündet haben. Aber wenn wir hier hingehen, plumps, Tor zu. Spieler tot. Weil gegen die 5 hier wäre das ein ziemliches Theater gewesen, so rum. Da hätte man durch sie durch irgendwie durchrennen müssen. Und sie dann von hier oben aus besiegen. So, wir können jetzt hier runterhüpfen, wieder zu ihm. Den letzten Flakon trinken. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself.
Er hat das schon mal erwähnt. Also ja, er ist ein bisschen überrascht, dass wir es rausgeschafft haben. Oh. But you should take the. Und er gibt uns dafür den weißen Symbol Speckstyle. Ja. Well, I see you, Und mehr sagt er uns nicht. Vorsicht vor Lügner. Na, das stimmt allerdings nicht. Pate ist kein Lügner. Er hat uns wirklich vor der Falle gewarnt. Im Gegensatz zu seinem früheren Ich. So, nun geht es hier weiter. Da sind ein paar Hüllen, mit denen wir uns anlegen könnten. Da ist aber erstmal ein Lebensstein und ein Heimkehrknochen. Und gerade eben ist irgendwas gestorben. Und ja, wenn ich über mein Schild hinweg piekse, mache ich nicht so viel Schaden. Als wie wenn ich so piekse, direkt. So. Das hier wird jetzt eine gemeine Stelle. Also erst einmal versteckt sich hier hinter einer von denen. Und man sieht, wie viel ein schwerer Schlag mit dem Speer bei dem ausrichten kann. Und ja, mein Speer ist in Gefahr. Ich muss also demnächst mal zur Reparatur zurück. So. Die Stelle wird fies, weil hier oben sind ein paar Höhlenjungs und die haben mich jetzt entdeckt. So. Die drei müsste ich noch schaffen mit meinem Speer, hoffe ich mal. Okay, es sind vier. Weißt du was, da gehe ich jetzt auf Nummer sicher, nicht, dass mein Speer bricht und ich den gleich reparieren muss. Gut. Bin ich die vier los. Und kann mir hier die Helebarde und die Seele eines namenlosen Soldaten schnappen. Habe ich irgendwas, was ich als Ersatz gerade nehmen könnte? Ein Kettenbrecher. Die Hillebarde kann ich nicht nehmen. Der Kettenbrecher. Ja, gut. Nehme ich mal kurz den. Für die letzten zwei, drei Gegner, die hier sind. Denn hier waren wir schon mal. Mehr oder weniger. Das hier ist nämlich die Tür, die ich vorhin gesagt habe. Die kann man nur von dieser Seite aus öffnen. Yay. Au. So, du bist weg. Jetzt muss noch der hier dran glauben. Wenn er zugeschlagen hat. Ja. Sicherheitshalber einen Lebensstein einwerfen. Wir können hier den Aufzug nehmen. Allerdings kenne ich den Aufzug. Der ist gemein. Deswegen gucken wir uns erst hier zu Ende um. Bring den da um. So, der hätte mal zur Abwechslung eine Feuerbombe dabei gehabt. Und hier unten ist das große Lederschild. Das hätte ich allerdings gerne, da das wirklich besser ist als das Schiff, was wir jetzt tragen. Auch wenn es nur um 5% besser ist. Wiegt halt ein bisschen mehr. Sieht aber ein bisschen besser aus. Passt vor allem auch ein bisschen besser zum Speer. So. Das heißt, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, nur um hier die Abkürzung zu öffnen. Können jetzt hier zum Leuchtfeuer zurück.
Können hier die Fackel anzünden und da unten das Kohlebecken. Oder den Fackelhalter, ich nenne das Ding jedes Mal anders, nicht wahr? Wir hätten auch kurz um die Ecke gehen können, da war ja auch eine Fackel. So. Können das hier anzünden. Gucken, ob wir irgendwo einen Schatten sehen. Nein, sehen wir allerdings nicht. Also stecken wir die Fackel mal wieder weg. An den Fackeln hier können wir netterweise nichts anzünden. Oder unlogischerweise. So, Speer in die Hand. Nach da oben klettern und den Speer am Leuchtfeuer reparieren. So. Ja, wir haben schon ziemlich viele Abkürzungen hier freigeschalten. Dich weg. Du nervst nämlich nur. Dich weg. Und dann können wir jetzt hier den Aufzug betätigen. Also ich lasse den Aufzug runterfahren. Im Original Dark Souls 2 ist hier ein Bogenschütze hochgefahren. Das hat mich irgendwie keineswegs überrascht, dass hier ein Gegner drauf stand. In Scholar of the First Sin kommt halt er hier. Wow, der Schlag ist immer gefährlich. Auch wenn er den wenigsten Schaden macht. So. Alte Eisentracht-Gamaschen. Oh, jetzt haben wir auch schon Hosen von der Eisentracht-Rüstung. So, und jetzt können wir in Ruhe hier runterfahren. Weil hier unten ist jetzt niemand mehr, der uns Schwierigkeiten machen könnte. Außer ihm hier, aber der ist nicht so wild. Der ist mit zwei Stichen tot. Und noch eine Nebelwand. Und wie man an den Symbolen hier sehen kann, Mietklinge Luet ist ein deutscher, eingedeutschter Name. Also das ist ein NPC. Und hier haben wir den sanftmütigen Pate. Und spätestens hier sollte man drauf kommen. Sanftmütiger Pate, vertrauenswürdiger Patches, also Trusty Patches, Patches der Hyäne. Patches die Hyäne. Das hier ist die Wiedergeburt von Patches, was man jetzt auch gerade ziemlich gut an dem bewaffneten Phantom sehen kann. Er sieht wirklich ein bisschen aus wie Patches. Und er verhält sich auch ziemlich wie er. Patches war ein Grabräuber, der uns in eine Falle gelockt hat und von einem Schatz erzählt hat. Er hat uns auch von dem Schatz erzählt, der nicht da war. Nur hat er uns mal vor der Falle gewarnt. Und er ist hier für diesen einen Kampf ein NPC, den ich mitnehmen werde. Einfach aus dem... Den Grund erkläre ich nach dem Bosskampf. Das hier ist jetzt nämlich unser erster Boss. Der letzte Riese ist wieder auferstanden. Und er macht ziemlich viel Schaden mit seiner Stampfattacke. Und er stampft gerne auf Patches rum. Also Patches ist in dem Kampf nur Kanonenfutter. Während wir den richtigen Schaden machen. Sobald er auf 50% ist, reißt er sich den Arm aus. Und benutzt den als Keule. Oh, was ziemlich abgefahren ist. Aber er stampft auch weiter auf Patches rum. Und wird dabei auch gern mal wütend.
Und ja, Patches sollte diesen Kampf überleben. Und ich nenne ihn Patches, das ist Pate. Ja. Wow. So. Ihr habt gesiegt. Okay, dann bis bald, Patch. Bis bald, Pate.